Ein neugeborenes Wesen ist schwach und hilflos. Es hat keine Vorstellung von den Gefahren der Umwelt. Es muss geschützt werden. Gefüttert werden, um aufzuwachsen und zu überleben. Es hat keine Chance, allein zu überleben. Seine Mutter wird es vor Gefahren schützen, es füttern und nötigenfalls ihr Leben dafür opfern. In diesem Film werden wir das wunderbare Gefühl der Mutterliebe untersuchen, das Allah allen Lebewesen eingegeben hat, und die Opfer, die die Lebewesen für ihre Nachkommenschaft bringen. Und wir werden Zeugen eines der größten Wunder der Schöpfung. Vögel nehmen einen besonderen Platz ein unter den ergebensten Eltern der Welt. Vogeleltern arbeiten ohne Pause für ihre frisch ausgebrüteten Küken. Einige Vogelarten bringen ihren Jungen rund um die Uhr Nahrung. Alles, was die Jungen tun, ist, ihre Schnäbel aufzuhalten und auf das Futter zu warten, das ihre Eltern ihnen bringen. Sie brauchen die Liebe und Hingabe ihrer Eltern, um zu überleben. Ein sich selbst überlassenes Küken würde unvermeidlich sterben. Haubentaucher widmen sich ihren Jungen. Sie bauen ihr Nest an einem sicheren Platz hinter einem kleinen Wasserfall, geschützt von neugierigen Blicken. Mutter und Vater sammeln unermüdlich Futter für ihre Küken. Sie bringen alle 10 Minuten Futter zum Nest. Diese Wesen sind Vögel, keine Menschen. Und was man von ihnen erwarten würde, ist, nur an sich selbst und ihre eigenen Mägen zu denken. Doch was geschieht, ist genau das Gegenteil. Sie denken nur an ihre Jungen, nicht an sich selbst. Und sie widmen sich ihnen.
Viele lebende Arten bringen noch größere Opfer für ihre Nachkommen. Ein weibliches Zebra wird den Tod riskieren zum Schutz ihres Fohlens. Im Falle eines Angriffs stellt sie sich zwischen ihr Baby und die Raubtiere. Obwohl sie viel schneller laufen kann als ihr Baby, bewegt sie sich absichtlich langsamer. Das bedeutet, wenn die Raubtiere sie einholen, wird sie sterben, damit das Fohlen flüchten kann. Das ist ein gefährliches Spiel. Ein gefährliches Spiel, das Tiere manchmal verlieren. Dies sind die Küsten Nordeuropas. Hier an den steilen Cliffs entlang der Küste befinden sich Trottellummennester. Anfang August machen die Küken ihre ersten Flugversuche. Sie wollen das Meer erreichen. Das ist nicht leicht. Das Meer ist etwa einen Kilometer von dem Cliff entfernt. Und das Nest liegt sehr hoch. Endlich springt das erste Küken aus dem Nest. Begleitet von erwachsenen Tieren segelt es aufs Meer zu. Der erste Testflug ist erfolgreich überstanden. Die anderen Küken folgen. Es ist ein sehr gefährlicher Flug. Es ist lebenswichtig für das Küken, die See zu erreichen. Denn unten an der Küste lauern Füchse im Hinterhalt. Manche Küken schaffen es nicht, das Meer zu erreichen. Und sie machen eine Notlandung am Strand. Wie man sieht, verlässt sie die Trottellumme-Mutter nicht. Sie versucht mit aller Kraft, das Küken dazu zu bewegen, zum Meer zu laufen. Denn die Füchse haben es schon bemerkt. Die Mutter versucht unaufhörlich, ihre Küken in Richtung Meer zu drängen. Sie schlägt mit den Flügeln, um die nahende Gefahr auf sich selbst zu lenken. Die Füchse werden sich jeden Moment über das Küken hermachen. Nun begeht die Mutter einen bemerkenswerten Akt der Selbstopferung, um Zeit zu gewinnen für das Küken, damit es sich retten kann. Sie wirft sich den Füchsen entgegen. Sie opfert ihr Leben, um ihr Küken zu retten. Das Küken erreicht das Meer, nicht ahnend, was hinter ihm vorgegangen ist. Es ruft nach seiner Mutter. Allein hat es keine Überlebenschance. Andere erwachsene Trottellummen reagieren auf den Hilferuf. Sie behandeln das Küken, als sei es ihr eigenes. Es gibt nur eine Erklärung, warum sich ein Tier so ergeben verhält und sein Leben für seinen Nachwuchs opfert.